1985 war es, als das Lied in allen Hitparaden war. Heute Abend ist er bei uns. One Night in Bangkok. Hier ist Murray Head. Oriental setting and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Sierra Leone spa had the chess boys in it. All changed, don't you know the venue? Play at this level, it's no ordinary venue. It's Iceland, the Philippines, Hastings, or this place, Berlin. One night in Bangkok. Says, brother. What do you mean? You see one crowd, crazy town, just like any other. Get tired to talk to a tourist whose every move is among the purists. I get my kicks above the waistline, sunshine. Hello. Yes. You know this. Kennst du das Tutti Frutti? Murray Head, meine Damen und Herren. One Night in Bangkok. 1985 gab es ein bisschen Probleme mit der thailändischen Regierung. Dieser Mann hat Einreiseverbot bekommen nach diesem Titel. Erstens mal warum und zweitens mal gilt das heute auch noch. Because the king. Nun, der König damals, der hat natürlich von dem Text dann was ja, gehört, verstanden, was ich gesungen habe. Das hat jemand für ihn übersetzt ins Thailändische. Okay. Und natürlich, ich spreche so ein bisschen was Schlechtes, ich sage was Schlechtes über Bangkok, deswegen. Und um es ganz einfach auszudrücken, also, die haben gesagt, lass den Kerl nicht mehr rein. Darfst du denn heute rein inzwischen? Yes, ja, ich war schon und da inzwischen. Ich war schon drin. War's schön? It's not my cup of tea. Also ganz ehrlich gesagt, nicht mein Fall beim Thailand. I like the scenery. Ich meine, like die Landschaft ist wunderschön, like die Insekten birds, natürlich, die Vögel, like alles animals, Mögliche, die Tiere, die es da like gibt people, und die Menschen auch. Like aber was da so läuft, das mag ich nicht. Also wenn du wieder ein Lied schreibst über eine Stadt, zum Beispiel über Berlin, einfach
aufpassen, Feuer, sich erkundigen, was kann man sagen. Die Berliner sind da ganz eigen, die lassen einen dann lebenslang nicht mehr rein. Die machen dann vielleicht eine Mauer drum, weiß man ja alles nicht. Murray, thank you. Dankeschön. Murray Herz.